Du hast heute frei, aber irgendwie läuft alles schief und du fragst dich, woher kommt das? Deine Mutter ist schlecht gelaunt, in deinem Gesicht ein fetter Pickel, deine Lieblingspflanze gedeihen und du fragst dich, woher kommt das? Dein Magen ist leer, der Tank ist es auch. Du fährst zur Tankstelle, willst dein Auto volllaufen lassen, überlegst, das Gleiche zu tun. Du denkst, das wäre die beste Lösung, aber das stimmt nicht. Und wären da nicht deine Pflanze, der Pickel und deine Mutter, würdest du vielleicht fragen, woher kommt das? Vor 10 Tagen ist deine Tankladung als Rohöl in Schlechat verarbeitet worden. Das Verfahren ist komplex und raffiniert. Du denkst, ach, deshalb heißt es Raffinerie, aber das stimmt nicht. Einen Tag später kommt der Treibstoff ins Lager Lobau über die Donauleitung. Und jetzt, 6 Tage später, hat ihn der Tankwagen zur Tankstelle gebracht, wo du gerade stehst. Noch einen Tag später war deine beste Freundin Lena zu Besuch. Trinken, lachen, fettes Essen, Schokoladeattacke. Du denkst an den Pickel und fragst dich jetzt nicht mehr, woher kommt das? Das Benzin, das gerade in dein Auto rinnt, ist vor 30 Tagen in Nordafrika als Rohöl aus dem Boden geholt worden. Über eine Pipeline ist das Rohöl dann in einem afrikanischen Hafen gelandet. Dann Schiff beladen, dann Fahrt über das Mittelmeer, dann Ausladen im Hafen Triest. Dann ab durch die Adria-Wien-Pipeline nach Schwechat. Dann fällt dir plötzlich ein, dass du seit 30 Tagen deine Lieblingspflanze nicht gegossen hast. Du denkst, du bist ein schlechter Mensch, aber das stimmt nicht. Vor 18 Jahren wurdest du geboren. Vor 18 Jahren haben deine Eltern geheiratet. Vor 18 Jahren hat die OMV Verträge unterschrieben, dass sie in Nordafrika nach Öl bohren darf. Als du 1 warst, die ersten Erdbodenmessungen. Als du 3 warst, die ersten Probebohrungen. Als du 6 warst, beginnt die OMV in Nordafrika Erdöl zu fördern. Doch schon seit 40 Jahren ist die OMV hier vertreten. Vor 40 Jahren sind also Dinge passiert, damit jetzt gerade Benzin in deinen Tank einschießt. Jetzt fällt dir ein, vor 40 Jahren wurde deine Mutter geboren. Jetzt fällt dir ein, gestern war ihr Geburtstag. Jetzt fällt dir ein, du hast ihn vergessen. Du fährst los und kaufst Blumen, Pflanzendünger und Pickelcreme. Du besuchst deine Mutter, gibst ihr die Blumen, du fährst nach Hause, düngst deine Lieblingspflanze. Du gehst ins Bad, schmierst Creme auf deinen Pickel. Mutter glücklich, Pflanze lebt, Pickel weg, Benzin im Tank. Und du weißt jetzt, daher kommt das.